20 Hektar mitten in der Stadt. Das Klinikum Bremen-Mitte, wie es einmal war. Über 150 Jahre ist es gewachsen und gewachsen. Mai 2011, der Startschuss für einen Neuanfang. Das neue Klinikum Bremen-Mitte. Dieses Krankenhaus mit einer unglaublich langen und sehr guten Tradition ist aber in seiner baulichen Struktur nicht mehr das, wie wir heute glauben, Krankenversorgung effizient betreiben zu können. Und wir wollen die bauliche Struktur so modernisieren, dass die Zukunftsfähigkeit gesichert ist. Deswegen brauchen wir ein kompaktes Gebäude, wo auf sehr, sehr kurzen Wegen die Patienten versorgt werden können und wo wir Strukturen haben, die wirtschaftlich sind. Ein Abriss, der nicht einfach nur ein Abriss ist. Was brachial aussieht, ist dennoch behutsam. Denn neben der Baustelle läuft der Krankenhausbetrieb auf engstem Raum weiter. Der Abbruch ist präzise geplant, sozusagen ein minimalinvasiver Abriss. Schon Wochen später beginnt der Neubau. Kompakt und effizient. Waren früher die unterschiedlichen Einrichtungen in vielen Gebäudeteilen verteilt, wird jetzt alles intelligent und effizient zusammengeführt. Ein Krankenhaus der kurzen Wege soll entstehen. Juli 2012. Die Grundsteinlegung für das Krankenhaus der Zukunft. Wir versuchen ja, die Versorgung uneingeschränkt hier während der Bauzeit aufrechtzuerhalten. Und wir hoffen natürlich, dass wir dann nach Fertigstellung deutlich bessere Bedingungen haben für unsere Patienten, aber auch bessere Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir effizienter arbeiten können, dass wir Patienten mit deutlich mehr Komfort auch unterbringen können, dass wir mehr moderne Technologie haben, ja eben ein zeitgemäßes, fortschrittliches Krankenhaus sind. Etage für Etage wächst das neue Krankenhaus in die Höhe. Räume entstehen. Was vorher auf einer Fläche von etwa 20 Hektar Platz fand, wird auf etwa ein Drittel reduziert. Und trotzdem wird aus weniger mehr. Denn die Architektur der Klinik ist abgestimmt auf die Anforderungen einer modernen Gesundheitsversorgung. Beim Bau müssen die Arbeiter Rücksicht nehmen auf den laufenden Krankenhausbetrieb nebenan. Wir befinden uns jetzt hier im zukünftigen neuen OP-Trakt. Hier entsteht Lärm und auch das ist nicht ganz zu vermeiden, dass Sie drüben in den OP-Bereichen das natürlich auch wahrnehmen. Erschütterungen wäre eher ein fatales Problem. Das ist eher, wenn man in den Bereich reingehen würde. Da wird ja zum Teil auch mikroinvasive Chirurgie gemacht. Da sind keine Erschütterungen möglich. 5. September 2013, Richtfest. Nach etwas mehr als 2 Jahren steht der Rohbau. Ein großer Teil ist geschafft. Das neue Klinikum nimmt Formen an. Wir sind mit dem Rohbau hier in dem eigentlichen Kerngebäude praktisch zu Ende. Und im Übrigen, wenn man jetzt hier reingehen würde, würde man sehen, dass die Ausbaugewerke schon vollständig in Aktion sind. Also es entwickelt sich gut. Im Inneren des Gebäudes warten aber noch die größten Herausforderungen. Denn die technische Ausstattung des Krankenhauses ist eine echte Mammutaufgabe. Und wesentlich komplizierter als in einem Bürogebäude. Von außen sieht das Klinikum schon nahezu fertig aus, ist es aber noch längst nicht. Wir kommen jetzt aber sehr nah in den Bereich rein, dass wir die Technik, die Haustechnik in Betrieb nehmen werden. Und diese Inbetriebnahme der Haustechnik erfordert also nochmal einen enormen Aufwand, weil dann alle technischen Anlagen überprüft werden auf Funktionsfähigkeit. Bereich OP zum Beispiel ist auch das Thema, dass wir in diesem Bereich die Lüftung einfahren müssen. März 2019. Auch der Innenausbau ist nahezu geschafft. Mehr als 800 Betten stehen bereits auf den Stationen. Während der Bauphase wurde das Konzept der Klinik stetig weiter optimiert.
Ich glaube, dass man das von Anfang an spürt, sobald man das Haus betritt, dass hier wirklich ganzheitlich gedacht wurde. Und ich glaube, dass der Patient das auch spürt und merkt natürlich, dass wir keine weiten Wege mehr haben, dass er nicht von A nach B bei Multimorbiditäten, die wir ja heute haben, also Vielfacherkrankungen gleichzeitig, dass wir hier eine ganz andere Konsiliardienstleistung auch anbieten können unter einem Dach. Alles ist viel enger beieinander, viel enger miteinander verbunden. Ich glaube, dass das der Patient an der Stelle spürt. Er hat komfortable Zimmer. Wir haben viel Licht hier im Gebäude. Auch das dient der schnelleren Gesundung. April 2019. Das neue Krankenhaus öffnet sich zum ersten Mal für die Bremer. Ihr neues Krankenhaus ist fertig. Eine lange und herausfordernde Bauzeit ist zu Ende. Aber das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Ich habe jetzt ja schon länger die Gelegenheit, hier öfter durchzugehen. Und dass wir jetzt so weit gekommen sind, ist es grandios. Ein tolles Krankenhaus, hell, licht, freundlich. Es wirkt alles sehr durchdacht. Also ich bin ganz, ganz begeistert und glücklich, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Das neue Klinikum Bremen-Mitte. Nicht nur ein neues Krankenhaus. Ein zukunftsweisendes Zentrum für die Gesundheit Bremens, dessen Zeit jetzt erst beginnt.